Nun, geliebte Leute, ich weiß, dass die Leute weltweit eingeschaltet haben. Across all the continents of the earth. Quer über allen Kontinenten auf der Erde. What a mighty, mighty time in which to be born again, beloved people. Was für eine mächtige, mächtige Zeit, in welcher man wiedergeboren ist, geliebte Leute. It is a tremendous time. Es ist eine enorme Zeit. The Lord Jehovah HaMelech. Der Herr Jehovah HaMelech. Jehovah Elion. Jehovah Elion. The Lord Most High. Der Herr, der Allerhöchste. Jehovah Bara. Jehovah Bara. Jehovah Adonai. Jehovah Adonai. The Lord God. Der Herr Gott. He has decided to unleash a tremendous historic revival in the church. Er hat erwählt, eine gewaltige Erweckung in der Gemeinde auszulösen. And I know that this is a powerful watershed moment for the church. Und ich weiß, dass dies ein sehr mächtiger Wendepunkt für die Gemeinde ist. The moment of refreshing, the moment of renewal. Der Zeitpunkt der Auffrischung, der Moment der Erneuerung. The moment when Jehovah Mephalti, der Moment, wenn Jehovah Mephalti, the Deliverer, der Erlöser, the Lord, the Deliverer of the Church, der Herr, der Erlöser der Gemeinde, the Deliverer of the Nations, der Erlöser der Nationen, has remembered the nations of the earth, sich an den Nationen der Erde erinnert. And I know that, at this hour, und ich weiß, dass zu dieser Stunde now the Lord is strengthening the testimony of the Christian believer. Jetzt stärkt der Herr das Zeugnis von dem christlichen Gläubigen. And there are many, many people who have come from different places. Und es gibt viele, viele Leute, die von verschiedenen Orten gekommen sind. You heard about this healing service from your denomination. Ihr habt über diesen Heilungsgottesdienst von eurer Denomination gehört. That you're broken out of and come here today. Aus der ihr herausgebrochen seid und hierher gekommen seid heute. Some of you probably you were mobilized from your home. You don't go to church. Einige von euch wahrscheinlich wurden mobilisiert von euren Häusern aus. Ihr geht nicht zur Gemeinde. But this is the house of the Lord. Aber dies ist das Haus des Herrn. This is the house of the Lord. Dies ist das Haus des Herrn. I welcome you to the house of the Lord, beloved people. Ich heiße euch willkommen zu dem Haus des Herrn, geliebte Leute. And those tuned in different time zones. Und diejenigen, die von verschiedenen Zeitzonen eingeschaltet haben. There are those who are tuned in. Es gibt diejenigen, die eingeschaltet haben. Nighttime, there are those who are beginning their morning today. Zur Nachtzeit, es gibt diejenigen, die ihren Morgen anfangen heute. But the Lord Jehovah at this hour is doing a new thing in the church. Aber der Herr Jehovah zu dieser Stunde vollbringt eine neue Sache in der Gemeinde. Dies ist die richtige Zeit, zu der ihr zu dem Haus des Herrn gekommen seid. In other words, it would be a big mistake to miss this visitation. Mit anderen Worten, es wäre ein großer Fehler, diesen Besuch zu verpassen. And today, if I speak with you briefly, und heute, wenn ich kurz mit euch spreche and make a decree over the healing, und eine Verordnung über die Heilungen mache, ich weiß, dass viele, viele, viele zig Krüppel, große Anzahlen von Krüppel gegangen sind. Ich weiß, dass viele blinde Augen sich geöffnet haben, viele taube Ohren sich geöffnet haben. Wounds, Wunden, spinal cord, situations, Wirbelsäulen, Situationen, some of the conditions not yet announced on radio, einige der Krankheiten noch nicht im Radio bekannt gegeben. But, after my decree tonight, aber nach meiner Verordnung heute Abend, the Lord is going to do even bigger, wird der Herr sogar Größeres vollbringen. It's going to be a flood. It's going to be a river. Es wird eine Überflutung sein. Es wird ein Fluss sein. That is going to flow. The river you see in the book of Ezekiel, chapter 47. Der strömen wird. Der Fluss, den ihr im Buch Hesekiel seht. Kapitel 47. Verses 1 to verse 6. Vers 1 bis Vers 6. That river that was at the ankle level. Dieser Fluss, der bis zum Fußknöchel war. And then measured another 1,000 cubits. Und dann gemessen weitere 1,000 Ellen. The knee level. Die Kniehöhe. And then measured. Und dann gemessen
another 1,000 cubits. Weitere 1,000 Ellen. To the waist. Bis zur Hüfte. And then measured another 1,000 cubits, and then it was such as big river. Und dann gemessen weitere 1,000 Ellen. Und dann war es solch großer Fluss. That you couldn't swim against. Gegen den man nicht schwimmen konnte. You have to be swept in the direction of the current of the river. Man wird in die Richtung von dem Flussstrom gefegt. And that is exactly what is happening in the church right now. Und dies ist genau das, was in der Gemeinde jetzt gerade passiert. That the river that flows from heaven is now flowing through the church. Dass der Fluss, der vom Himmel fließt, jetzt durch die Gemeinde fließt. And sweeping those that have come on board. Und diejenigen fegt, die an Bord gekommen sind. Sweeping them in the direction of the current. Fegt sie in die Richtung von dem Strom. Direction of eternity, direction of righteousness. Die Richtung der Ewigkeit, die Richtung der Gerechtigkeit. Direction of revival. Richtung der Erweckung. But before I speak about the healing, aber bevor ich über die Heilungen spreche, many, many people that are going to be healed, viele, viele Leute, die geheilt werden, very massive blood healing I've seen. Sehr massiv, große Heilungen habe ich gesehen. Big, big healing. Große, große Heilungen. The Lord has shown me a lot of massive healings that will continue to take place. Der Herr hat mir viele massive Heilungen gezeigt, die weiter passieren, die stattfinden. Even after I finish this conversation with you. Sogar nachdem ich diese Unterhaltung mit euch beende. Before I do that, I want to read. Bevor ich dies tue, möchte ich lesen. I would like to read from the book of Matthew chapter 15. Ich möchte von dem Buch Matthäus, Kapitel 15, lesen. Just that those who are new in the church, nur, dass diejenigen, die neu in der Gemeinde sind, who have just walked into the altars of the Lord, die erst jetzt in die Altare des Herrn gegangen sind, may be able to get a bearing, beloved people, in der Lage sind, eine bessere Orientierung zu bekommen, geliebte Leute. Matthew chapter 15, verses 29 to 31. Matthäus Kapitel 15, Verse 29 bis 31. And I'm talking about from Mombasa to Busia. Und ich rede von Mombasa bis nach Busia. From Namanga to Lokichogio. Von Namanga nach Lokichogio. All the way from Finland to the ends of New Zealand. All den Weg von Finnland zu den Enden nach Neuseeland. From the ends of South Korea to the ends of Canada. Von den Enden Südkoreas zu den Enden Kanadas. The United States and the tip of South America. Den Vereinigten Staaten und die Spitze von Südamerika. I am reading from Amplified, but there are other versions. Ich lese von der Amplified, aber es gibt weitere Versionen. The book of Matthew chapter 15, 29 to 31, it says. Das Buch Matthäus, Kapitel 15, 29 bis 31, er sagt. Bevor ich die Verordnung mache und viele von euch werden geheilt, quer über die Grenzen hinaus. The different nations. Die verschiedenen Nationen. Already we have tremendous healings in Nigeria, very powerful. Bereits haben wir enorme Heilungen in Nigeria, sehr mächtig. The Lord loosened the tongue, the mute. Der Herr lockerte die Zunge, die Stummen. And, I'm also told about deaf ears. Und mir wurde auch berichtet über taube Ohren. In Uganda, the blind, the cripples that have walked in Lira, in Kitgum and other places. Und Uganda, die Blinden, die Krüppel, die reingegangen sind in Mira, in Kitgo und andere Orte. I'm reading Matthew chapter 15. Ich lese Matthäus Kapitel 15. Verses 29 to 31. Verse 29 bis 31. This is what he says in Amplified, but I will try to refer to other versions. Dies ist, was sagt in der Amplified, aber ich versuche mich auch auf andere Versionen zu beziehen. He says, sagt, and Jesus went on from there and passing along the shores of the Sea of Galilee, then he went up into the hills. Und Jesus ging von dort weg und kam an den Galiläischen See und ging auf einen Berg. The other version says he went up the mountain. Die andere Version sagt, ging den Berg hoch and kept sitting there. Und blieb dort sitzen. But the other version say he went up the mountain. Nun, die andere Version sagt, ging zu dem Berg hoch and he is seated there. Und sitzt dort. He went up the mountain and he sat there. Ging zu dem Berg hoch und saß dort. And then verse 30 says, und dann Vers 30, sagt, a great multitude came to him.
Und es kamen große Menschenmengen zu ihm. Bringing with them the lame, the crippled, the maimed, the blind, dumb, and many others, and they put down at his feet. Und es kamen große Menschenmengen zu ihm, die hatten Lahme, Blinde, Stumme, Krüppel und viele andere bei sich und legten sie Jesus vor die Füße. Die anderen Versionen kommen sehr eindeutig hervor. Nochmals. They say they brought the crippled. Sie sagen, sie brachten die Krüppel. They brought the lame. Sie brachten die Lahmen. The blind. Die Blinden. The deaf. Die Gehörlosen. The mute. Die Stummen. And many, many other diseases. Those that were suffering from many other diseases. Und viele, viele andere Krankheiten. Diejenigen, die an vielen anderen Krankheiten leideten. And that is where you have the tumors, the cancers, the wounds. Und dies ist, wo man die Tumore, den Krebs, die Wunden hat. The leprosy and everything else. Die Lepra und alles andere. Again, he says verse 30. Nochmals, er sagt in Vers 30. And a great multitude came to him. Und eine große Menschenmenge kam zu ihm. Bringing with them the lame. Sie brachten die Lahmen. And the maimed. And the cripples. Und die Lahmen und die Krüppel. And the blind. Und die Blinden. And the dumb. And the deaf. Und die Tauben. And many others. Und viele andere. Who were very sick and suffering. Die sehr krank waren und geleidet haben. And they put them down at his feet. Und sie legten sie nach unten zu seinen Füßen. And he cured them all. Und er hat ihnen allen geholfen. The other version say. Die anderen Versionen sagen, and he healed them all. Und er heilte sie alle. And he healed them all. Und er heilte sie alle. Then verse 31 says, dann sagt Vers 31, so the crowd was amazed, sodass sich die Menschenmenge wunderte, when they saw the dumb speaking, als sie sahen, dass die Stummen redeten, the crippled walking, die Krüppel gehen, the maimed made whole, the lame walking, die Lahmen gehen, the blind see, die Blinden sehen, and they recognized, und sie erkannten, and praised, und priesen, and thanked, und dankten, and glorified the God of Israel, und glorifizierten den Gott von Israel. This is a very powerful scripture. Dies ist eine sehr mächtige Schriftstelle, that is happening to the church in this land right now, die zu der Gemeinde in diesem Land jetzt gerade passiert. Because he says, denn er sagt, the Lord Jesus went up the hill, der Herr Jesus ging zu den Hügeln hinauf. The other version say he went up the mountain, die andere Version sagt, er ging auf den Berg hinauf. And he sat, und er saß. Once he reached up the mountain, he sat down, als er auf den Berg hinaufkam, setzte er sich hin. And then they brought him all the cripples, und dann brachten sie ihm all die Krüppel, the maimed, the lame, die Lahmen, the blind, die Blinden, the deaf, die Gehörlosen, the mute, die Stummen, and all other diseases, und alle anderen Krankheiten. Those that were suffering from tumors, diejenigen, die an Tumoren gelitten haben, cancer, diabetes, hypertension, Krebs, Diabetes, Bluthochdruck, kidney failure, heart condition, spinal cord injuries, Nierenversagen, Herzkrankheiten, Wirbelsäulenverletzungen, brain tumor, the mentally unwell, psychosis, the lunatic, Gehirntumore, diejenigen, die geistlich nicht gesund sind, Psychosen, babies whose necks were weak, Kleinkinder, die ein schwaches Genick hatten, all kinds of other conditions, alle Arten von weiteren Krankheiten. The Bible does not enumerate, die Bibel spezifiziert nicht, but you can tell that they really brought all the sick, aber ihr könnt sagen, dass sie wirklich alle Kranken brachten. And you can tell at this time, und ihr könnt zu dieser Zeit sagen, that there was no medical appliances, dass es keine medizinischen Geräte gab. There were no surgical appliances at this time. Es gab keine operativen Geräte zu dieser Zeit. There was a failure in human technology. Es gab ein Versagen in menschlicher Technologie. There were no machines. Es gab keine Maschinen. No medication, no medicine. Keine Medikamente, keine Medizin. So these people
had suffered these conditions, beloved people. Nun, diese Leute hatten an diesen Krankheiten gelitten, geliebte Leute. There were no medical equipment, appliances. Es gab keine medizinische Ausrüstung, Geräte, applications, Anwendungen, to try to remedy their situations, as you can imagine. Um ihren Situationen zu helfen, wie ihr euch vorstellen könnt. And then now, und dann jetzt, it is within the backdrop of that, es ist innerhalb von diesem Hintergrund, that they brought them, meaning there was no human solution. So dass sie brachten, das bedeutet, es gab keine menschliche Lösung. There was no human solution for these people. Es gab keine menschliche Lösung für diese Leute. And so they brought them and laid them at the feet of Jesus. Und nun hatten sie gebracht und sie legten sie vor den Füßen von Jesus. And the Lord Jesus walked up the mountain. Und der Herr Jesus ging hoch auf den Berg. And then he sat there. Und dann saß er dort. And when he sat there, und als er dort saß, at that moment they brought all these conditions. An diesem Moment brachten sie all diese Krankheiten. Speaking the deplorable human condition on this earth. Die erbärmlichen menschlichen Zustände auf dieser Erde. The crippled, die Krüppel. The blind, the deaf, die Blinden, die Tauben. The mute, die Stummen. The lame, die Lahmen, the lamed, the tumors, die Tumore, the cancer, Krebs, spinal cord injuries, Wirbelsäulenverletzungen, wounds that are not healed, Wunden, die nicht heilten, perforated heads, durchlöcherte Köpfe, babies whose legs are weak, Kleinkinder, dessen Genick schwach ist, those who have heart conditions, diejenigen, die Herzkrankheiten haben, spleen, Milz, liver failure, Leberversagen, kidney problems, and all these things. All of the above. Nierenprobleme und all diese Dinge, all die oben erwähnten. All the sicknesses and diseases. All die Erkrankungen und Krankheiten. Under the sun. Unter der Sonne. They brought them before the Messiah. Sie brachten sie vor dem Messias. And they laid them down at the feet of Jesus. Und sie legten sie nach unten, vor den Füßen von Jesus. I want to explain this very carefully, beloved people, before I make a decree. Ich möchte dies sehr vorsichtig erklären, geliebte Leute, bevor ich die Verordnung ergreife. Und es wird einen Fluss geben. Es wird einen Fluss geben, overflooding this land and those beyond abroad, der dieses Land überflutet und diejenigen darüber hinaus im Ausland. There's going to be a mega river of healing. Es wird einen mega Fluss der Heilung geben. After I finish this and decree. Nachdem ich dies beende und verordne. And you see very clearly. Und ihr seht sehr eindeutig, that the Lord Jesus went up the hill. Dass der Herr Jesus hoch auf den Berg stieg. And then now, when you turn to the book. Und dann jetzt, wenn man das Buch aufschlägt. Of Ephesians. Der Epheser. When you turn to Ephesians, wenn man das Buch Epheser aufschlägt, chapter 1, verse 20, Kapitel 1, Vers 20, Ephesians 1, 20, this is what he says. Epheser 1, 20, dies ist, was er sagt. He says, er sagt, and so that you, beginning from 19, anfangend von 19, and so that, again, this is amplified, nochmals, dies ist die Amplified, and so that you can know and understand what is immeasurable, the immeasurable, the unlimited and surpassing greatness of his power in and for us who believe, as demonstrated in the working of his mighty strength. Und so, dass ihr wissen könnt und verstehen könnt, was unermesslich ist, das Unmessbare, das Unbegrenzte und die übertreffende Größe seiner Kraft an uns ist, die wir glauben, wie demonstriert in der Wirksamkeit seiner mächtigen Stärke. Let me just read that again, that you may understand what is happening in this land. Lasst mich dies nochmals lesen, sodass ihr versteht, was passiert in diesem Land. And so that you can know and understand. Und nun, dass ihr wisst und versteht, what is the immeasurable and unlimited and surpassing greatness of his power in and for us who believe, are demonstrated in the working of his mighty strength.
was unermesslich ist, das Unmessbare, das Unbegrenzte und die übertreffende Größe seiner Kraft an uns ist, die wir glauben, wie demonstriert in der Wirksamkeit seiner mächtigen Stärke. And he goes on to say, und er spricht weiter. Beloved people, he goes on to say, geliebte Leute, er spricht weiter. Further on here, verse 20, which is my target. Weiter folgend hier, Vers 20, der mein Ziel ist. He says, er sagt, which he exerted in Christ when he raised him from the dead and seated him at his own right hand. This is amplified, so at his own. Durch sie hat er in Christus gewirkt, als er ihn von den Toten auferweckt und ihn an seine eigene rechte Seite setzte. Dies ist die Amplified-Version, er fügt hinzu, eigen. And seated him at his own right hand, und setzte ihn an seiner eigenen rechten Seite in heavenly places, in himmlischen Orten. And you can get that picture in the book of Acts, chapter 7, verses 55 to 56. Und ihr könnt diese Schriftstelle bekommen in dem Buch Apostelgeschichte, Kapitel 7, Vers 50 bis 56. You can also pick it from Romans, chapter 8, 34. Ihr könnt es auch herausnehmen in Römer, Kapitel 8, Vers 34. And Hebrews, chapter 1, verse 3. Und Hebräer, Kapitel 1, Vers 3. See that you see, after the Messiah had completed his public ministry. Ihr seht, nachdem der Messias seinen öffentlichen Dienst auf der Erde beendete, then the Lord now brought him up, he exalted him, he raptured him and raised him. Dann brachte der Herr ihn jetzt hoch. Er erhöhte ihn, er entrückte ihn und erhebte ihn. And took him up into the higher heavens, und brachte ihn hoch in die höheren Himmel and sat him, und setzte ihn. Is now seated, er sitzt jetzt on the right hand side of God the Father, an der rechten Seite von Gott dem Vater. Jehovah Elohim. Jehovah Adonai. Jehovah Yahweh. He's now seated there. Er sitzt jetzt dort. And you see very clearly now, und ihr seht jetzt sehr eindeutig, in Matthew chapter 15, 29, 31, dass in Matthäus Kapitel 15, 29 bis 31, der Messias, Christus, he climbed up the mountain, er stieg den Berg hoch and then he sat there. Und dann saß er dort. And when he sat there, und als er dort saß, there were no medical appliances, gab es keine medizinischen Geräte, no surgical tools, keine Operationswerkzeuge, no medications then, keine Medikamente dann. And they had defeated even whatsoever was available, und sie unterlegten, was auch immer verfügbar war. And these were people of tremendous suffering, und dies waren Leute mit enormen Leiden, deplorable conditions, bedauerlichen Zuständen, the poverty of the human state, die Not der Menschen, and they were in serious pain and agony, und sie waren im ernsthaften Schmerz und Qual and suffering, und Leiden, the crippled, die Verkrüppelten, the blind, die Blinden, the deaf, die Gehörlosen, the mute, die Stummen, Paralytika, spinal cord injuries, Wirbelsäulenverletzungen, those whose tongues were tight, diejenigen, dessen Zungen eng waren, those who were in conditions that were unsolvable, diejenigen, die in Krankheitszuständen waren, die unlösbar waren, according to human wisdom, gemäß menschlicher Weisheit, then they brought them before Jesus, dann brachten sie sie vor Jesus, at that mountain, auf diesem Berg. But now we see, aber jetzt sehen wir, that after the Lord, the Messiah, dass nach dem Herr, der Messias, Christ Jesus, the Lord, Christus Jesus, der Herr, when he finished his public ministry, als er seinen öffentlichen Dienst beendet hatte, and then he went now up on high, und dann ging er jetzt hoch nach oben,
Now he climbed another mountain. Jetzt erstieg er einen weiteren Berg. The mountain of the glory of the Lord. Den Berg der Herrlichkeit des Herrn. And he went there. Und er ging dorthin. And we have seen now, und wir haben jetzt gesehen, that he's seated on that mountain of glory. Dass er auf diesem Berg der Herrlichkeit saß. The mountain of the glory of the Lord. Der Berg der Herrlichkeit des Herrn. And he's seated on the right hand side of the Father. Und er sitzt an der rechten Seite des Vaters. And then John chapter 14. Und dann Johannes Kapitel 14. I'm reading verse 11 on, he says, ich lese von Vers 11. Er sagt, he says, believe me, er sagt, glaubt mir, that I am in the Father and the Father in me. Dass ich im Vater bin und der Vater in mir ist. Or else, believe me for the sake of every work, for the very works themselves. Wenn nicht, dann glaubt mir doch um der Werke selbst willen. For the things I've done, in other words, für die Dinge, die ich getan habe, in anderen Worten. If you cannot trust me, wenn ihr mir nicht vertrauen könnt, at least let these works that I do in my Father's name convince you. Dann lasst wenigstens diese Werke, die ich tue, im Namen meines Vaters, euch überzeugen. Vers 12 ist unser Ziel, geliebte Leute. Er sagt, ich versichere euch ganz leicht, ich sage euch, denn dies ist die Amplified. Wenn jemand standhaft an mich glaubt, der wird auch selbst die Werke tun, die ich tue. Und er wird sogar größere als diese tun. Denn ich gehe zu dem Vater, geliebte Leute. Jetzt seht ihr, heute habt ihr eure Krüppel gebracht. You brought your blind. Ihr habt eure Blinden gebracht. You brought your deaf. Ihr habt eure Gehörlosen gebracht. Your mute. Eure Stummen. Paralytiker. The conditions that have no medical appliances. Die Krankheiten, die keine medizinischen Anwendungen haben. These are conditions that the doctors have failed to remedy. Dies sind Krankheitszustände, wo die Ärzte verfehlt haben, zu heilen. The surgeons have failed to correct. Die Chirurgen haben versagt, es zu korrigieren. There is no injection to inject. Es gibt keine Spritze zu spritzen. Someone rise up as a cripple. Jemand, der aufsteht als Krüppel. To inject the cripple, the cripple started walking. Einen Krüppel zu spritzen und dass der Krüppel aufsteht und anfängt gehen zu können. There are no medical appliances. The Bible is repeating here. Es gibt keine medizinischen Geräte und die Bibel wiederholt sich hier. And these are now the conditions. Und dies sind jetzt die Krankheitszustände, that you have today laid at the feet of Jesus. Die ihr heute vor den Füßen von Jesus gelegt habt. On this mountain of glory. Auf diesem Berg der Herrlichkeit. When he seated on the right hand side of the Father. Wenn er an der rechten Seite des Vaters sitzt. And that's why there is a tremendous visitation here. Und deswegen gibt es hier einen enormen Besuch. Because he says, greater things than I shall the latter glory do. Denn er sagt, größere Dinge als ich wird die letzte Herrlichkeit tun. At this hour the Lord has opened mighty portals of heaven. Zu dieser Stunde hat der Herr mächtige Portale des Himmels geöffnet. And he says, and he healed them all. Und er sagt, er heilte sie alle. So today the Lord is going to heal people. Nun, heute wird der Herr Leute heilen. The tumors will dissolve. Die Tumore werden sich auflösen. The cancers will go. You begin with the cripples. Der Krebs wird gehen. Du fängst an mit den Krüppeln. And then the blind eyes will open. Und dann werden sich die blinden Augen öffnen. Then the deaf ears will open. Dann werden sich die tauben Ohren öffnen. The mute tongues released. Die tauben Zungen werden freigelassen. Paralytic get up. Paralytiker stehen auf. Those who had conditions
that were internal, diejenigen, die Krankheiten hatten, die innerlich waren. Maybe the kidneys failed. Vielleicht haben die Nieren versagt. The liver cancer. Die Leber hat Krebs. The stomach ulcers. Die Magengeschwüre. Whatever the condition, was auch immer der Krankheitszustand, that cannot be addressed, der nicht adressiert werden kann. That have no medical appliances, wo es keine medizinischen Vorrichtungen für gibt. He says, er sagt, the blood of Jesus, das Blut von Jesus, is still flowing, fließt immer noch. The blood of the Lamb, das Blut des Lammes, is still flowing, beloved people, fließt immer noch, geliebte Leute. And I want to share with you a conversation, und ich möchte mit euch eine Unterhaltung teilen, that God the Father, die Gott der Vater, the Father of our Lord Jesus, der Vater von unserem Herrn Jesus, Jehovah Yahweh, shared with me a few days ago, mit mir vor einigen Tagen teilte. The Lord, he took me straight into heaven, der Herr brachte mich direkt in den Himmel. And when he took me to heaven, und als er mich in den Himmel brachte, he walked me straight into his throne room, ließ er mich direkt in seinen Thronsaal gehen. The most holy place in heaven, der höchst heiligste Ort im Himmel. And when he walked with me to the throne room, und als er mit mir in den Thronsaal ging, he opened the door, öffnete er die Tür. And as we walked in, und als wir hineingingen, even past the ark of the covenant of the Lord, gingen sogar vorbei an der Bundeslade des Herrn. Then I saw him stretch his hand, dann sah ich ihn, als er seine Hand streckte. And he took from the tree of life, und er nahm von dem Baum des Lebens. He took the leaves of the tree of life, er nahm die Blätter von dem Baum des Lebens. The leaves of eternity, die Blätter der Ewigkeit. And he took a lot of them fresh leaves, und er nahm viele von ihnen, frische Blätter. Very fresh, sehr frisch. And he placed them on my hand, und er legte sie auf meine Hand. Some of them were larger, einige von ihnen waren größer. And I am not allowed to share with you greater detail on that, und mir ist nicht erlaubt, mit euch größere Details darüber zu teilen. But they were larger, aber sie waren größer. And very spectacular and different, und sehr eindrucksvoll und anders. And others were of normal size, und andere hatten eine normale Größe. And a lot of them placed in my left prophetic hand, und viele von ihnen und gelegt in meiner linken prophetischen Hand. And then he said, these are for the healing of the nation. Und dann sagte er, diese sind für die Heilung der Nationen. And that is why I announce, und deswegen verkünde ich this tremendous healing service of Jehovah, diesen gewaltigen Heilungsgottesdienst von Jehova, the healing service of the Lord, der Heilungsgottesdienst vom Herrn. And that's why now, und deswegen jetzt, I am going to lift up my left prophetic arm, werde ich meinen linken prophetischen Arm hochheben, my left prophetic hand, meine linke prophetische Hand, towards the throne room of Jehovah, my friend, zu dem Thronsaal von Jehovah, mein Freund. Jehovah, my God, Jehovah, mein Gott. Jehovah, my sender, Jehovah, mein Sender. The God of our Lord Jesus, der Gott von unserem Herrn Jesus, that sent me to prepare the nation for the glorious coming of the Messiah, der mich gesendet hat für das glorreiche Kommen des Messias. In this ministry, those of you who have just arrived, in diesem Dienst, diejenigen von euch, die gerade angekommen sind, here I rebuke sin, hier tadel ich Sünde. I rebuke the false prophet, ich tadel die falschen Propheten. I rebuke the false apostles, ich tadel die falschen Apostel. I rebuke the falsehood, ich tadel die Falschheit. False gospel, falsches Evangelium. I preach righteousness, ich predige Gerechtigkeit and holiness, und Heiligung, to prepare the church for the glorious coming of the Messiah, um die Gemeinde für das glorreiche Kommen des Messias vorzubereiten. The Bible says in Hebrews 12:14, die Bibel sagt in Hebräer 12:14, make every effort to live in peace with all men and to be holy, strebt eifrig nach Frieden mit jedermann und seid heilig. And he says, for without holiness,
nobody will see the Lord. Und dann sagt er, denn ohne Heiligung wird keiner den Herrn sehen. And that's why. Und deswegen, in preparing the way for the glorious coming of the Messiah. Beim Vorbereiten des Weges für das glorreiche Kommen des Messias, he has sent me to call the nation. Hat er mich gesendet, um die Nationen aufzurufen. To call the church. Die Gemeinde aufzurufen. To call the body of Christ. Den Körper von Christus aufzurufen. To call the believers. Die Gläubigen aufzurufen. Back into repentance. Direkt in die Buße. Call them to repentance. Sie zur Buße aufzurufen. That they may return now. Sodass sie jetzt zurückkehren. Turn away from sin. Von der Sünde abkehren. Turn away from wickedness. Von der Bosheit abkehren. Turn away from apostasy. Vom Glaubensabfall abkehren. Turn away from decay. Vom Zerfall abkehren. Turn away from the dross. Vom Widerlichen abkehren. And come back to the holiness of the Lord. Why? Und zurückkommen zu der Heiligkeit des Herrn. Warum? Because holiness. Weil Heiligkeit der Maßstab des Himmels ist. Holiness is the standard of entry. Heiligkeit ist der Standard des Eintretens to the kingdom of God. In das Königreich Gottes. I have seen the Messiah coming. Ich habe den Messias kommen sehen. I have seen the church taken into glory. Ich habe die Gemeinde gesehen, dass sie in die Herrlichkeit genommen wird. And the church he takes is a glorious church. Und die Gemeinde, die er nimmt, ist eine glorreiche Gemeinde, that wears the garment of righteousness. Die das Gewand der Gerechtigkeit trägt. And so right now, und nun, jetzt gerade, wherever you are, beloved people, wo auch immer ihr seid, geliebte Leute, speaking from Nairobi here, ich spreche von Nairobi hier, this is one of the wonders of this age. Dies ist eines der Wunder von diesem Zeitalter. And wherever you are assembled, und wo auch immer ihr versammelt seid, whether abroad, ob im Ausland, whether in Angola, Rwanda, Angola, ob in Angola, Ruanda, Angola, Lydia, Angola, it does not matter where. Lydia, Angola, spielt keine Rolle wo. Or you are in Lagos, Nigeria. Oder ihr seid in Lagos, Nigeria. Or you are in Maracay. Oder ihr seid in Maracay. In Venezuela. In Venezuela. Or you are in Helsinki. Oder ihr seid in Helsinki. You are in Australia, Sydney, Melbourne, Canberra, it doesn't matter. Ihr seid in Australien, Sydney, Melbourne, Canberra, es spielt keine Rolle. Or you are in New Zealand. Oder ihr seid in Neuseeland. Or South America, Asia. Oder in Südamerika, Asien. Incheon, Boryong. All those cities of South Korea. All diese Städte von Südkorea. Even those tuned in from North Korea, it doesn't matter where you are. Sogar diejenigen, die eingeschaltet sind aus Nordkorea, es spielt keine Rolle, wo ihr seid. I am going to decree here. Ich werde hier verordnen. And lift up my left prophetic hand. Und meine linke prophetische Hand hochheben. And fire is going to leave my left prophetic hand. Und Feuer wird aus meiner linken prophetischen Hand gehen. And it's going to be a wonder. Und es wird ein Wunder sein. Because it's going to touch people across the earth. Denn er wird Leute quer auf der Erde berühren. And after that you see tremendous floods of healing. Und danach werdet ihr enorme Flüsse der Heilung sehen. Why? Because the Messiah is coming. Warum? Weil der Messias kommt. And the Lord is using this to establish. Und der Herr gebraucht dies, um zu etablieren. The identity, the mark. Die Identität, das Zeichen. And the stripes. Und die Streifen. Of the messenger. Des Botschafters. Of righteousness. Der Gerechtigkeit. The messenger of the way. Der Botschafter des Weges. The messenger of the hour. Der Botschafter der Stunde. The messenger of prepare the way the Messiah is coming. Der Botschafter von bereitet den Weg, der Messias kommt. So now I lift up my left prophetic hand, beloved people. Nun, jetzt hebe ich meine linke prophetische Hand hoch, geliebte Leute. And I decree right now, in the mighty name of Jesus. Und ich verordne jetzt gerade, im mächtigen Namen von Jesus, that power leave my hands, dass Kraft aus meinen Händen hinausgeht, my left prophetic hand, meine linke prophetische Hand,
and touch you und euch berührt. And touch you and touch you and touch you und euch berührt. Euch berührt und euch berührt. You'll feel a lot of fire. Ihr fühlt viel Feuer. Most of you, those of you in ailment. Die meisten von euch, diejenigen von euch im Leiden. Even those of you not yet baptized in the Holy Spirit. Sogar diejenigen von euch, die noch nicht im Heiligen Geist getauft sind. Let fire now leave my left prophetic hand. Möge jetzt das Feuer von meiner linken prophetischen Hand gehen and touch you. Und dich berühren and touch you. Und dich berühren and touch. Und berühren and touch. Und berühren and touch. Und berühren and touch everywhere across this land. Und überall berühren, quer über dieses Land and that now, und das jetzt. Let the crippled legs that were weak. Mögen die verkrüppelten Beine, die schwach waren, uncrippled, verkrüppelt geboren, no medicine, no medical appliances, keine Medizin, keine medizinischen Vorrichtungen. I command the crippled legs to be strengthened now, ich verordne den verkrüppelten Beinen, sich jetzt zu stärken, to be fortified, bekräftigt zu sein. Fortaleza in Spanisch. Fortaleza in Spanisch. To be fortified that you may get up and walk. Bestärkt zu sein, sodass du aufstehst und gehst. I have commanded all the cripples to get up and walk. Ich habe allen Krüppeln verordnet, aufzustehen und zu gehen. I have commanded now. Ich habe jetzt befohlen, all the blind eyes to pop, literally pop open, dass sich alle blinden Augen öffnen, wortwörtlich öffnen. I have commanded all the deaf ears to pop open. Ich habe alle tauben Ohren befohlen, sich zu öffnen. I have commanded the mute tongue to be loose. Ich habe den stummen Zungen befohlen, frei zu sein. The wounds to dry up. Die Wunden, dass sie trocknen. Those who are lame, their legs to be stretched. Diejenigen, die lahm sind, dass ihre Beine gestreckt werden. To be pulled. Gezogen werden. Whole columns be added. Volle Stützen hinzugefügt werden. That now the leg may stay down. Sodass das Bein jetzt nach unten zeigt. Properly. Richtig. And be stable and strong. Und stabil und stark ist. Fortified and walk. Bestärkt ist und geht. I command the tumors disappear. Ich befehle den Tumoren, sich aufzulösen. Cancer disappear. Krebs sich auflöst. Wirbelsäulenverletzungen. Those under thrombosis. Diejenigen unter Thrombose. Those in hospitals. Diejenigen in Krankenhäusern. I command your conditions to leave you. Ich befehle euren Krankheiten, euch zu verlassen. I decree now that let all diseases under the sun leave you completely. Ich verordne jetzt, dass alle Krankheiten unter der Sonne euch komplett verlassen. That people may be made whole. Dass die Leute ganz gemacht werden. That you may know that the Messiah is coming. Dass ihr wissen möget, dass der Messias kommt. And the messenger of righteousness is here. Und der Botschafter der Gerechtigkeit ist hier. That you may know that this is the one about whom the Bible promised. Sodass ihr wissen möget, dass er derjenige ist, den die Bibel versprochen hat. That I'll send my messenger. Dass ich meinen Botschafter senden werde. In the final days to prepare your way. In den letzten Tagen, um deinen Weg vorzubereiten. Before the dreadful day of the Lord. Vor dem schrecklichen Tag des Herrn. To prepare the world of the Messiah. Um die Welt für den Messias vorzubereiten. I have decreed now. Ich habe jetzt verordnet. That everybody across the earth. Dass jeder quer durch die Erde. Now you can do what you could not do. Jetzt könnt ihr tun, was ihr vorher nicht tun konntet. Now rise up and walk. Jetzt steht auf und geht. Those of you who are blind, open your eyes and see. Diejenigen, die von euch blind sind, öffnet eure Augen und seht. Die Gehörlosen, jetzt eure Ohren. Ich habe ihnen befohlen, jetzt auf meine Zunge zu hören. And literally open and be very sensitive. Und wortwörtlich sich öffnen und sehr sensibel sind. I have decreed cancer out. Ich habe den Krebs hinaus befohlen. Tumors out. Fibroids out. Tumore hinaus. Myome hinaus. Blood conditions out. Blutkrankheiten hinaus. Leukämie. Leukämie. I have decreed also diabetes. Ich habe auch der Diabetes verordnet. Hypertension. Bluthochdruck. All those cancers of the blood. All dieser Krebs des Blutes. I have decreed that you
habe verordnet, dass ihr unterworfen seid. Under the power of the blood of Jesus. Unter der Kraft von dem Blut von Jesus. I have decreed these things, lifting up my left prophetic arm. Ich habe diese Dinge verordnet, habe meinen linken prophetischen Arm erhoben. And declare, touch. Und verordnete, berühre. That the Lord may touch you. Dass der Herr euch berühren möge. The long outstretched arm of the Lord, touch, 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 and touch all over the earth. Der lange herausgestreckte Arm des Herrn, berühre, berühre, berühre und berühre überall auf der Erde. In the mighty name of Jesus. Im mächtigen Namen von Jesus. The Messiah is coming. Der Messias kommt. Toda Rabba. Toda Rabba. Toda, toda, in the mighty name of Jesus. Amen. Toda, toda, in dem mächtigen Namen von Jesus. Amen. Amen.